Herzlich willkommen bei Börse Saisonal. Schön, dass Sie wieder dabei sind, wenn wir den Aktienmarkt saisonal unter dem Mikroskop betrachten. Ich hoffe, es geht Ihnen gut und Sie haben gute Anlageentscheidungen getroffen. Und dabei werde ich Sie unterstützen mit diesem Video, denn ich werde Ihnen zeigen, wie sich die saisonalen Muster im Moment an der Aktienbörse verhalten und was das für den März bedeutet für Aktien. Und dann werde ich Ihnen natürlich zeigen, wie sich saisonal Anlegen gelohnt hat. Und am Ende des Videos zeige ich Ihnen ganz wichtige Einflussfaktoren, ganz wichtige Daten und Termine, die die Aktienmärkte im März stark beeinflussen werden. Zum Beispiel der gefürchtete Hexensabbat am 19.03. diesen Jahres. Alles gleich nach dem Intro. Schauen wir uns zunächst, wie hat sich saisonal Anlegen gelohnt mit dem MSF 4D Asset Oscillator, dem einzigen Fonds, der saisonal vollkommen 100% investiert und jetzt auch 100% in Aktien investiert ist. Der hat einen guten Februar hingelegt, 2,33% für die Anleger des Asset Oscillators, während der Markt, das heißt alle flexiblen globalen Mischfonds, im Schnitt 1,46% erzielten. Dann schauen wir noch das Jahresergebnis, also die ersten zwei Monate an, vom 1.1. bis zum Ende Februar. 3,76% plus für die Anleger des Asset Oscillators. Ein guter Jahresauftakt und vor allem das im Hintergrund eines sehr guten Jahres 2020 und Top-Jahres 2019. Super schöner Anfang, während hier die flexiblen globalen Mischfonds im Schnitt 2,08% erzielten. Also ein deutlicher Vorsprung für saisonale Anleger. Auch wenn wir die vergangenen 12 Monate betrachten, sehen wir 9,7% plus für die Anleger des Asset Oscillators, während der Markt hier im Schnitt 4,04% Rendite erzielte. Also alles um allen saisonal Anlegen lohnt sich. Wenn Sie mehr Details haben wollen, ich gebe Ihnen hier unten einen Link zur Homepage. Da finden Sie den kompletten Research, das heißt sämtliche Zeiträume werden betrachtet und vor allem auch, was sehr interessant ist, die Performance-Attribution, das heißt, wie viel Rendite kommt aus der strategischen, aus der taktischen Komponente, wie viel sind aus dem Markt genommen. Wenn es interessiert, unten der Link, denn wir wollen jetzt das saisonale Muster am Aktienmarkt im Februar betrachten. Schauen wir uns zunächst den Faktor Größe an. Die kleinen Aktiengesellschaften haben im Februar 0,82% plus gemacht, während die großen Aktiengesellschaften 1,35% plus erzielten. Schauen wir uns die Growth-Aktien an. Die Growth-Aktien waren die Verlierer. Sie haben über 2,19% Verlust erlitten, während die Value-Aktien einen enormen Sprung gemacht haben. 11,9% plus. Ein Riesenunterschied. Die zyklischen Aktien auch sehr schön performt. 5,26% Rendite. Das ist ordentlich. Während die defensiven Aktien die Verlierer waren. Minus 1,23% Verlust. Dann haben wir auch die Momentum-Aktien, auch die haben verloren, 1,75% Verlust, also im Minus, während der Markt ja hier 1,13% gewann. Alles bezieht sich auf die Stoxx Europe 600 Indizes und Unterindizes. Was hat das zu bedeuten? Schauen wir uns mal den Faktor Größe an, also dass die kleinen Aktiengesellschaften etwas schlechter laufen im Februar als die großen. Das ist ganz normal, saisonal typisch. Kein besonders gutes Zeichen für die Börse, aber das wird mich jetzt nicht sonderlich aufregen, weil, wie gesagt, ganz typisch für den Februar. Hier schaut man halt, dass man ein paar große Titel im Portfolio hat. Dass die Value-Aktien stärker laufen als die Growth-Werte, ist auch ganz saisonal typisch. Allerdings dieser Riesenunterschied, der gibt natürlich zu bedenken. Und das ist natürlich schon ein Zeichen der Schwäche des Aktienmarktes, deswegen auch hier in Rot. Denn das hängt allerdings von den steigenden Zinsen ab. Die steigenden Zinsen am US-Markt, die Staatsanleihen liegen jetzt bei 1,4% in den USA. Das ist ein deutlicher Sprung. Wir hatten noch unter 1% vor zwei Monaten. Das sind deutliche Schritte nach oben. Das übt natürlich Druck auf Wachstumswerte aus, die normalerweise auch nicht so viel Liquidität haben, nicht so viel Substanz haben, allerdings auch auf die kleinen Aktiengesellschaften. Dasselbe sehen wir bei den Zyklikern, dass die Zykliker besser laufen als die Defensiven, ist im Februar ganz, ganz typisch. Am Anfang des Jahres richten sich die Portfolien aus und schauen langfristig und schauen auf zyklische Aktien, weniger auf die Defensiven. Ganz normal, wird mich jetzt nicht so beunruhigen, ist ja auch ein positives Zeichen für die Börse,
dass die Momentum-Aktien im Moment nicht laufen, gerade im Februar Verlust erzielt haben. Das liegt an Gewinnmitnahmen und auch, wie ich Anfang des Jahres ja auch schon vermutet habe, dass diese Umschichtung von den alten Momentum-Werten, also die großen Tech-Werte, die einfach lange gut gelaufen sind, dass hier langsam eine Umorientierung an neue Momentum-Werte, neue Wachstumstitel stattfindet. Das scheint hier sich fortzusetzen und meine Vermutung, dass wir das noch länger beobachten können, hat sich hier im Februar bestätigt. Das heißt, das wird mich nicht beunruhigen. Das ist jetzt nicht so ein schlechtes Zeichen für den Markt, aber es heißt, dass man nicht mehr so beim Momentum jetzt im Moment aufpassen muss, auf welche Aktien setzt man hier. Ja, alles in allem ist der Aktienmarkt positiv zu bewerten, allerdings mit einem Achtungszeichen. Ja, die roten Blitze zeigen es ja an und das hängt aber ganz stark an den Zinsen. Wenn wir tatsächlich eine Zinswende bekommen, Zins und Inflation nach oben kommen, wird das den Aktienmarkt unter Druck bringen und dann nicht nur die Wachstumswerte, nicht nur die kleinen Titel und nicht nur die Momentum-Aktien, sondern auch den gesamten Aktienmarkt. Also falls wir noch große Schritte kriegen, werden wir auch Rücksätze am Aktienmarkt sehen. Ja, was hat es zum März zu bedeuten? Der normale März ist ja so, dass hier die kleinen Aktiengesellschaften wieder mehr im Fokus sind als die großen. Wir haben auch wieder einen Überhang. Value ist stärker nachgefragt als Growth. Dann haben wir natürlich die zyklischen Aktien, die im Frühjahr einfach auch stärker nachgefragt sind als die defensiven Aktien. Die werden erst wieder im Herbst interessant. Und dann haben wir auch Momentum-Aktien, die stark nachgefragt sind. In diesem Umfeld, mit diesem Muster, das wir jetzt im Februar gesehen haben, denke ich, dass wir schon einen guten März kriegen, einen starken März, vielleicht nicht ganz so stark, aber so kleine Treppenstufen werden wir bekommen nach oben. Allerdings glaube ich, dass die Small Caps mit den Large Caps eher auf einer Ebene sind, dass die Growth-Aktien nach wie vor unter Druck bleiben und dass die zyklischen gefragt sind, aber dass die Momentum-Aktien, hier sehe ich eigentlich auch im März eher eine Stärke des Marktes und die Momentum-Aktien weiter in der Rotation bleiben. Der Markt sucht nach neuen Momentum-Aktien und die alten haben ausgedient. So sehe ich den März also durchaus positiv und wenn Sie es die komplette Börse-Saisonal-Analyse interessiert, ich schicke Ihnen hier einen Link mit in der Beschreibung, dann können Sie den Research komplett lesen auf der Homepage. Wir betrachten uns jetzt noch drei spannende Kurven und wichtige Daten für den März. Wir haben wie üblich die mintfarbene Kurve, das ist der Median, das heißt, das ist der normale März ohne große Ausreißer. Und wir haben die goldenfarbene Kurve, das ist der Mittelwert, hier sind alle Ausreißer, also auch negative Werte mit verrechnet, wie wir fast jeden Monat sehen können, sind, wenn es Ausreißer gibt, eher negative Ausreißer als positive Ausreißer. Und die beginnen schon nach der ersten Märzwoche. Da geht die Kurve auseinander. Das heißt, hier erhöht sich das Risiko. Dann wird allerdings mehr aufgeholt dann im letzten Drittel, also so zwischen dem 15. und 18. 19. März, holt dann der Mittelwert stärker auf. Das heißt, hier gab es weniger Rücksetzer in der Vergangenheit. Und dann haben wir aber auch wieder eine abflachende Kurve, eine stark flach werdende Kurve nach dem 19. Hier ist der Hexensabbat und dann geht es eher bergab im Mittelwert. Welche Daten beeinflussen denn jetzt den März? Wo sind die Risiken und wo sind die Chancen? Wir haben jetzt am Anfang des Märzes einen kleinen Schub. Das hat nicht nur jetzt mit dem Einkaufsmanager-Index zu tun, der veröffentlicht wurde, oder anderen Werten, sondern eher auch, weil neue Liquidität immer am Anfang des Monats kommt. Die Notenbanken schicken ja Geld und viele Anleger zahlen monatlich am Anfang des Monats. Das heißt, hier haben wir immer einen kleinen Aufschwung an den ersten Tagen. Aber wir haben hier ganz wichtige Daten und was besonders wichtig ist, sehen wir am 16., 17., 18. Hier kommen Import-Export-Daten, dann haben wir eine Sitzung der FED, dann haben wir Einkaufsmanager-Indizes, die hier publiziert werden, Hauspreise und, und. Also hier kommen eine ganze Menge Daten. Ich habe Ihnen ein paar wichtige Sachen hingeschrieben, die Kurse pushen und nach oben treiben. Und das wird einen großen Sprung geben, so diese Werte auch überzeugen und besser sind als erwartet. Das ist natürlich die Grundvoraussetzung. Davon gehe ich im Moment noch aus. Und dann kommt der Hexensabbat und der drückt dann den Markt wieder nach unten und beeinflusst das. Was ist der Hexensabbat? Hier haben wir einen dreifachen Verfallstag von verschiedenen Optionsscheinen, Call-Put-Optionen, und die drücken auf den Markt und drücken ihn nach unten in der Regel. Ob das dieses Jahr so ist? Ich glaube ja, wenn auch nicht so ausgeprägt wie in dieser Kurve.
Denn man muss ja sehen, dass der Aktienmarkt im September durchaus ganz positiv war und auch im Dezember. Also die Optionen werden oft auf 3 und 6 Monate gekauft und verfallen dann eben jetzt eine ganze Menge. Ich glaube, der Kurs wird leicht nachgeben, aber nicht so stark. Am Ende des Monats haben wir auch einen Knick nach unten, weil hier viele Vermögensverwalter ihren erstes Quartal abschließen und dann nochmal Gewinne mitnehmen und auch ein bisschen auf die sichere Seite bringen. Ja, also auch das finden Sie auf der Homepage. Die ganzen Daten, die hier sind, habe ich auch in meinem Buch veröffentlicht, 7 Gründe saisonal zu investieren. Das bekommen Sie ja, wenn Sie sich bei Börsensaisonal Newsletter anmelden. Auch hier ein Link dazu unten. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall eine spannende Zeit und eine Kurve habe ich aber noch. Und zwar ist das der Verlauf des Märzes, der normale Durchschnittsverlauf, wenn Nachwahl, US-Nachwahl ist. Der Wahlzyklus hat einen großen Einfluss auf die Saisonalität, besonders das Nachwahljahr, das nicht so saisonal ist wie viele andere Jahre. Deswegen ist es jetzt besonders spannend für Saisonalisten, wirklich hier kleine Schritte zu machen und den Markt gut zu beobachten. Ja, wir sehen hier, dass er eigentlich verläuft wie jeder März auch, nur deutlich schwankender und mit einem schlechteren Ergebnis. Und damit rechne ich auch, dass wir deutlichere Schwankungen kriegen, größere Schritte nach oben, aber auch die Rücksetzer werden etwas volatiler werden. Ja, was kommen wird, das sehen wir. Es wird ein spannender März. Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Ihr Thomas Hupp.